Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds, to discover new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Star Trek 25th Anniversary. Ich bin in der 5. Mission, auch genannt The Feathered Serpent. Und wollen wir doch mal schauen. Wir haben jetzt gerade dem hier gezeigt, dass wir aufopferungsvoll sind und haben seinen Dolch gekriegt. Jetzt schauen wir mal, wo wir diesen komischen, wie heißt er nochmal, diesen Azteken-Gott da irgendwie wiederfinden können. Seinen Priester haben wir zumindest jetzt schon mal belehrt. Also, weiter gehen. Lässt uns nicht durch. Darüber lässt uns jetzt durch, okay. Was haben wir jetzt hier? Sie sind in einem dunklen Wald. Im Nordwesten hören Sie das Rauschen von Wasser. Unter diesem Stein wachsen mehrere Pilze. Ein großer Farn überspannt den Weg. Thalaxianische Pilze. Ihre Sporen sind noch giftig. Hochgiftig und lösen sich bei der kleinsten Bewegung. Ich orte eine Lebensform im Westen, Captain. Ich orte eine Lebensform im Westen. Ja gut, das ist der Typ da. Erinnert vage an das terranisch-spanische Bajonett. Die Kanten der Blätter sind laserscharf und mit einem giftigen Harz versehen. Okay, wir wollen jetzt nicht zu viel kaputt machen. Lass mal weitergehen hier, ne? Okay. Was haben wir jetzt hier? Sie suchen nichts, finden nichts. So, wir haben Wasser. Das Flusswasser ist zu schlammig, um die Tiefe feststellen zu können oder zu sehen, was darin lebt. Da drüben scheint irgendwas zu sein. Lediglich ein Augenpaar ist von diesem Monster zu sehen. Der Rest des Körpers versteckt sich unter der schlammigen Wasseroberfläche. Okay, und was haben wir hier? Diese Pflanze hat einen sehr dicken Stamm und verzahnte Blätter. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir suchen, aber finden nichts. Suchen, aber finden nichts von Bedeutung. Ist das da hinten? Hinter dem Baumstumpf scheint eine erleuchtete Höhle zu liegen. Okay. Leuchtende Insekten schwärmen in der Nähe. Flusswasser. Ist das da? Flusswasser. Okay. Gut. Dann, wie üblich. Trikorder alles messen. Die Pflanze, es scheint, als seien die Blätter leicht giftig. Ich würde sie nicht für längere Zeit anfassen, Captain. Der Trikorder registriert eine Lebensform, die sich knapp unterhalb der Wasseroberfläche auffällt. Ja, und das ist die hier. Es ist ein Weichtier ohne Knochenbau. Es scheint sich im Fluss zu Hause zu fühlen und ist mit Sicherheit ein Fleischfresser von Lebensformen zu Land und zu Wasser.
Okay, was sagt der medizinische Tricorder? Da ist nichts, was ein Doktor erfordert. Jim, da unten ist irgendein Lebewesen drin. Sieht aus wie ein großer Tintenfisch. Und noch dazu gerade, nicht gerade freundlich. Okay, ein Tintenfisch ist das. Okay. Also wahrscheinlich, wenn ich drüber gehe, wird es mich fressen, ne? So, wir haben unser schönes Messer. Können wir damit was abschneiden? Jawohl. Boah, du brauchst aber lange. Okay, und das ist jetzt was? Look. Dieser große Farn hat einen dicken Stamm und ziemlich klebrige Blätter. Mhm. Okay. Und wenn wir den jetzt auf die Kreatur werfen, scheint so, als ob die Pflanze ein Sekret absondert, das diese Kreatur vertreibt. Es hat sich weit nach hinten zurückgezogen. Okay, dann rüber, schnell. Wollen wir doch mal gucken, wo es jetzt hier lang geht, ne? Oh, wir sind in einer Höhle und natürlich verteilen sie sich alle ganz weit in der Höhle, ne? So. Und wir speichern erneut. Was sehen wir denn hier? Scheinen normale Felsen zu sein. Spocks Tricorder könnte anderer Meinung sein. Okay. Ja, und was haben wir hier noch? Eine größere Ansammlung von Kristallen. Stalagmiten steigen vom Boden auf. Stalaktiten hängen von der Decke ab. Ich sollte Sie warnen, dass die Stalaktiten sehr zerbrechlich sind. Jede heftige Bewegung wird uns mit Tropfsteinen vollregnen lassen. Na, ist das nicht prima? Doktor, ich würde auch sagen, dass Ihre lauten Ausrufe ebenso als Auslese dienen könnten. Okay. Könnt ihr zwei Dummköpfe dann einmal bitte aufhören, ne? Dann, meine lieben Untergebenen, würde ich vorschlagen, dass ihr mit dem Streiten aufhört. Um ehrlich zu sein, Landurlaub hört sich echt gut an. Was ist denn das jetzt für eine Frage, ne? Ehrlich zu sein, Landurlaub hört sich echt gut an. Wirklich faszinierend, Captain. Was das jetzt wieder ist, ne? So, dann der Tricorder, bitte hier. Faszinierend, diese Steine sind aus Kalkstein, aber mit einem ungewöhnlich hohen Gehalt an Schwermetallen. Zusätzlich gibt es hier Dilithiumkristalle in sehr rudimentärer Form. Dies scheint eine Formation sehr einfacher Dilithiumkristalle zu sein, Captain. Diese Stalaktiten sind aus normalem Kalkstein. Solche Größen erreichen sie erst nach Jahrtausenden. Okay, kann ich jetzt die Dinger mitnehmen? Das Messer scheint sehr nützlich zu sein. Vielleicht sollten wir das zur Sternenflotten-Standardausrüstung hinzunehmen, ne? Sie benutzen nun einen ungeschliffenen Dilithiumkristall. Mhm. Schauen wir
Ganze nochmal an. Ein Dilithiumkristall. Völlig rein und pur. So, und ich speichere nochmal ab und mache jetzt einen Stand namens 5-3. So. Oh. Quetzalcoatl. Ich beobachtete euren Weg durch die Probleme, die ich euch in den Weg legte. Ihr seid eine mutige, intelligente Spezies. Bitte setzt euch. Wir haben viel zu besprechen. Okay, jetzt will er mit uns reden, oder was, ne? So, ne? Jetzt will er mit uns reden, ne? Ich habe die Schnauze voll von sogenannten höheren Wesen, die uns terrorisieren, weil sie uns für derart primitiv halten. Vielleicht sollten sie sich mal selbst auf Primitivität testen, bevor sie mit anderen ihre Spielchen spielen. Eines mal zuerst, wenn sie so friedlich sind, warum waren dann die Azteken so kriegerisch und aggressiv? Ja, das haben wir. Reden wir weiter. Okay, ne? Dann machen wir mal das. Warum waren denn die Azteken so kriegerisch und aggressiv? Ich erklärte ihnen meine Philosophie der Selbstopferung. Anscheinend haben sie meine Lehre nicht vollständig verstanden. Ihr seid wahrlich nicht die Lügner, für die ich euch hielt. Sagtet ihr die Wahrheit über meine Jünger, dass sie zu blutrünstigen Barbaren wurden? Die Föderation ist kein Lügenverein, Mister. Leider ja, ihre guten Absichten wurden wohl von den imperfekten Menschen verdreht, denen ihr das Kommando gehabt, als ihr abreistet. So ist das nun mal unsere Rasse, fürchte ich. Oder was gibt's sonst noch? Sie haben da einen ziemlichen Mist gebaut. Vielleicht sollten sie sich mal an den obersten Grundsatz der Nicht-Einmischung halten. Der wirkt Wunder. Okay, nehmen wir mal das mit der Rasse. Okay. Ich spüre Wahrheit in eurer Aussage. Vielleicht ist Ähnliches meinen Kindern auf der klingonischen Welt Digifal passiert. Das würde erklären, warum sie nach mir suchen. Ich habe wohl die Kräfte missbraucht, die mir vor langer Zeit gegeben wurden. Sie zeigen große Weisheit, Sir, aber ihre Aussage impliziert, dass sie die Situation ändern möchten. In der Tat, wenn meine Versuche die Befriedung so pervertierten, bin ich nicht mehr meiner Kräfte würdig. Sagt mir, hat eure Spezies Fortschritte in den medizinischen Künsten? Wir sind ein Hightech-Volk von Sternfahrern. Was erwarten Sie da, dass wir immer noch mit der Holzhammermethode arbeiten? Bei Dr. McCoy frage ich mich manchmal auch. Aber ansonsten würde ich mit einem Ja antworten. Na gut, nein, wir nehmen 3. Ja, warum fragen Sie? Das ist sehr einfach. Okay, ja, warum fragen Sie? An der Spitze meines Rückgrats, nahe des Stammhirns, ist eine Drüse, die den Sitz meiner Kräfte darstellt. Ich wünsche, dass ihr diese entfernt und mich zu einem normalen Sterblichen macht. Jim, ich versuche es. Aber die Physiologie ist ziemlich fremdartig. Du musst es aber tun, Pille. Wenn die Klingonen erfahren, dass er keine Gefahr mehr darstellt, können wir vielleicht einen Krieg verhindern. Scotty, beamen Sie und 5 rauf. Okay. Damit sind wir raufgebeamt. Ist die Mission zu Ende? Captain, 3 schwere Klingonenkreuzer sind gerade in das System eingeflogen. Admiral Kenker sendet eine Nachricht, Sir. Chef der Föderation, hier ist Admiral Flick Kenker von der Clearta. Sie beherbergen einen Kriminellen, der die gesamte Bevölkerung von
Krakur ausgelöscht hat. Wir werden darüber nicht diskutieren. Sie werden uns nach Krakur begleiten, wo ein klingonisches Gericht zusammentrifft. Wenn sie sich weigern, werden wir sie zerstören. Ach, was nehmen wir denn jetzt mal, ne? Admiral Flick, der Verbrecher, von dem Sie sprechen, befindet sich mitten in einer heiklen medizinischen Operation. Er kann zurzeit an niemanden übergeben werden. Ich kann einfach nicht glauben, dass Quinkonkens Aktion auf Rakur den Tod der ganzen Bevölkerung eines Planeten verursachen können. Seit wann geben Klingonen einem Offizier der Föderation Befehle, Admiral? Ich verstehe, dass das für einen Klingonen schwer ist, aber seien Sie kein Narr. Okay. Das hier klingt am besten, ne? Ich kann einfach nicht glauben, dass Grenze Kotels Aktion auch Rakur den Tod eines ganzen Bevölkerung eines ganzen Planeten verursachen können. Sein Versuch, das Imperium mit seiner Philosophie zu korrumpieren, führte zu der Zerstörung allen Lebens auf Rakur. Wie kann eine Philosophie des Friedens und des Gewaltverzichts die Zerstörung allen Lebens auf Rakur verursachen? Rakur wurde von meiner Familie über Generationen regiert, aber selbst sie wurden von ihm übertölpelt. Es war eine Ehrensache, dass seine Lügen für immer gestoppt werden mussten, egal zu welchem Preis. Mein Gott, sie haben ihr eigenes Volk getötet, weil sie eine Lebensart annahmen, die ihnen persönlich nicht gefiel? Sie haben sie getötet, ihre Familie. Sie sind verantwortlich für deren Tod, nicht für Zerkotel. Sie haben sie ermordet, sie sind wahnsinnig. Sagen Sie, wissen Sie den anderen Klingonen, was sie getan haben, oder brauchen Sie Quetzalcoatls Leiche nur, um ihre eigenen Taten zu verheimlichen, die Schuld auf ihren Toten, einen Toten zu schieben? Okay, mein Gott, nehmen wir das hier. Sie haben ihr eigenes Volk getötet, weil sie eine Lebensart annahmen, die ihnen persönlich nicht gefiel? Es war die Schuld dieses Monsters. Hätte er sich nicht in unsere Angelegenheiten eingemischt, wäre Rakur nicht geschehen. Also ist er doch verantwortlich. Ja, der scheint nicht sehr einsichtig zu sein, dieser Klingone, ne? Nachricht vom Flottenhauptquartier. Ich argumentiere später mit Ihnen, Flickt. Reden Sie mit Ihren Vorgesetzten, Kirk. Vielleicht erleben Sie eine Überraschung. Ah, Herr Admiral. Schlechte Nachrichten, Jim. Die Organier haben entschieden, dass Quetzalcoatls Einmischung in klingonische Belange ihn auch unter klingonisches Gesetz stellt. Sie müssen ihren Gefangenen auch Rakur übergeben. Das Gesetz erlaubt ihnen, den Prozess zu beobachten und bei der Verteidigung zu assistieren. Aber seien Sie sehr vorsichtig, Jim. Ende der Nachricht. Ach, jetzt muss ich mich auch noch beugen. Aber Admiral, Admiral, das geht doch nicht. Immer diese Admiräle. Keine Ahnung. Immer nur Politik im Kopf, hä? Captain, wir könnten ihn doch nicht diesen Kerlen übergeben. Das wäre doch Mord. Wir haben keine Wahl, Scotty. Ich fürchte, Quetzalcoatl hat einen Termin vor einem klingonischen Gericht. Nehmen Sie Kurs auf Rakur, Mr. Chekov. Jetzt ab vor das klingonische Gericht, hä? Logbuch des Captains. Wir sind zu den Ruinen des klingonischen Planeten Rakur gekommen, um unseren Gast, die mythische Gestalt Quetzalcoatl, einem klingonischen Gericht zu übergeben. Dr. McCoy, Mr. Spock, Kadett Benny und mir wurde von den Organiern gewährt, den Prozess als Zeuge zu verfolgen. Trotzdem erwarte ich nichts anderes als eine Verhöhnung des uns bekannten Rechtssystems. Spock, Sie kommen mit. Scott, Sie übernehmen hier.
Der Gefangene und seine Zeugen mögen vortreten, damit der Prozess beginnen kann. Okay. Bevor wir das machen, speichern. Unter 5.3. Genau. Haben wir noch was anderes? 5.2. Genau. 5.3. Ja, dann wollen wir mal schauen. Was sehen wir denn erstmal hier alles? Wir haben hier eine klingonische Wache. Eine große klingonische Wache. Eine große klingonische Wache mit feuerbereitem Disruptor. Okay. Was haben wir da? Admiral Flick, Commander des klingonischen Flaggschiffs. Dies ist das Siegel des klingonischen Imperiums. Auf der Bank befindet sich das Symbol der klingonischen Rechtsprechung, die beiden ineinander verhakten Dreiecke der Worte und des Blutes. Mhm. Sie suchen, aber finden nichts von Bedeutung. Was sind das für Punkte da hinten? Diese Stadt wurde durch intensives Bombardement sowie starke Neutrinostrahlung zerstört, die alles Leben auf dem Planeten vernichtete. So, können wir jetzt hier irgendwie medizinisch ein gesunder männlicher Klingone? Wie geht's ihm? Der ist noch schwach von der Operation. Okay, also haben wir ihn operiert. Nichts. Nichts. Leichte Strahlung innerhalb unserer Sicherheit, Dimmert. Aber wir sollten hier nicht länger als ein paar Stunden verbringen. Na gut, wenn wir nicht so viele Zeit haben, dann fangen wir mal an. Und beginnen das, den Prozess. So stehen wir uns endlich gegenüber, Kirk. Ich dachte immer, es wäre eine Schlacht. Es gibt nichts Schlimmeres als einen labernden Klingonenblick. Fangen wir mit diesem Prozess an. Bleiben Sie noch ein Weilchen, Flick. Es kommen noch mehr Überraschungen. Warum sagt jeder Klingone, dass er mich in einer Schlacht treffen will? Ihr Jungs habt wirklich eine schlimme Fantasie, ne? Bleiben Sie noch ein Weilchen, Flick. Es kommen noch mehr Überraschungen. So sei es. Wir beginnen nun mit dem Prozess gegen das Wesen Ketzkortel, der beschuldigt wird, sich als Klingone ausgegeben, Unruhe gestiftet und zu Feigheit aufgerufen zu haben und somit schwersten Hochverrat begangen. Dies sind starke Anschuldigungen, Flick. Sollte er nicht vom höchsten klingonischen Gericht angeklagt werden? Er hat keine Ehre gezeigt, Kirk. Nur ein tapferer Krieger wird vor das höchste Gericht gestellt. Ehre ist aber in diesem Fall keinerlei Verteidigung. Ich bin ein Krieger, Flicks. Ich interveniere in seinem Namen und fordere für ihn die Verhandlung vor dem höchsten Gericht. Dann ist diese Verhandlung lediglich ein Schauprozess für die Galaxis. So ein Pech, die Karten stehen schlecht. Ich bin ein Krieger, Flicks. Ich interveniere in seinem Namen. Ein Offizier der Föderation verlangt dies von einem klingonischen Krieger. Du wagst es, uns so zu beleidigen, Kirk. Ich kämpfte gegen Klingonen im Nahkampf und mit meinem Schiff. Eure eigenen Berichte sprechen davon. Wenn ich nicht würdig eurer Ehre bin, warum bin ich dann noch nicht tot? Dieses kleine Detail lässt sich schnell korrigieren. Sie und Ihre drei Begleiter werden die Prüfungen, die wir für den Angeklagten vorbereiteten, durchlaufen. Dann werden wir sehen, ob ihr die Ehre von Klingonen verdient. Na super, dürfen wir jetzt das machen, was er sollte? Ich will euer Ehrenwort, Flick, dass Quetzalcoatl kein Haar gekrümmt wird, während wir die Prüfungen durchlaufen. Nun gut, ihr habt mein Wort, Commander Kalarax, transportieren Sie sie zum Test des Lebens. Boah,
Das wird jetzt aber ein Spießrutenlauf, den wir jetzt hier machen, ne? Ensign Benny. Was ist das für ein Ort? Wir wissen nicht viel über Karkur, Lieutenant. Dies scheint eine Art Minenschacht zu sein. Diese Kreatur ist vielleicht eine hiesige Lebensform. Ein Test des Mutes. Ein Test des Mutes? Das wäre echte Klingonenart. Irgendwie zweifle ich, dass Flick uns eine Chance geben will, das tatsächlich zu überleben. Wir sind das Einzige, das ihn davon abhält, Quetzalcoatl sofort zu töten. Warum sollten wir ihn abhalten, Captain? Er ist ein Klingone. Mord ist für die doch nichts Besonderes. Das ist nicht ganz wahr, Lieutenant. Ich nehme an, dass Flick mit dem Angriff auf Karkur seine Kompetenzen überschritt. Er braucht Quetzalcoatl als Sündenbock und einen sogenannten fairen Prozess, um seine eigenen Aktionen zu übertünchen. Und das erreicht er nur, wenn wir sterben? Prima. Ja, echt prima. Und wir sterben, indem wir einen speichern, indem wir einen neuen Spielstand anlegen, nämlich 5-4. Und noch nie habe ich so viele Spielstände angelegt, weil noch nie habe ich den Eindruck gehabt, jede Aktion könnte die letzte sein in diesem Spiel, ne? Okay, schauen wir mal, was wir so alles sehen. Also wir sehen hier ein Feld aus purer elektrischer Energie. Es scheint sich aus eigener Kraft zu bewegen. Sie suchen, aber finden nichts. Dann haben wir hier ein leicht veraltetes Klingonenschloss. Sie suchen, aber finden nichts. Dann haben wir hier noch Holz. Diese hölzernen Balken wurden noch nicht verwendet. Okay. Der Fußboden besteht aus einem einfachen, unbearbeiteten Felsen. Okay, gut. Was sagt der Tricorder? Holz. Diese Balken wurden bis jetzt noch nicht verwendet. Diese Kreatur besteht aus elektrischen Feldern. Ich würde nicht empfehlen, näher zu treten. Ein Projektil aus Metall könnte das Feld kurz schließen und das Wesen neutralisieren. Ein Nummernschloss auf eine bestimmte Nummer programmiert. Der Tricorder kann die Nummer nicht entziffern, aber den Mechanismus scannen. Okay, gut. Wenn das eine Lebensform ist, dann wird die auch so noch. Kann ich nicht als Lebensform werten. Okay. Das ist nichts, was einen Doktor erfordert. Okay. Gut, meine Herren, wie sind eure Vorschläge, ne? Wie konntest du das tun, Jim? Ich habe stundenlang versucht, dein Leben zu retten und du verschenkst ihn an die Klingonen. Captain, meiner Berechnung nach sind unsere Überlebenschancen lediglich... Halt den Mund, Spock! Sie sind gut mit den Klingonen umgesprungen, Sir. Jetzt haben wir sie in der Hand. Warum glauben Sie, dass ich an einem schlechten Tag haben werde? Okay, gut. Also. Nochmal, hier unten war doch irgendwas, ne? Der Fels hat einen hohen Gehalt an Eisenerzen. Das ist gut, ne? Das hört sich interessant an, ne? Okay, das hört sich echt gut an. Schmelzen wir doch mal hier diesen Boden, ne? Ah, er schmelzt den Boden, ne? Sie schmelzen einiges vom Felsen. So, kann ich jetzt das Holz nehmen? Und jetzt das Holz mit dem da reinmachen. Und jetzt haben wir den beschichtenden Balken mit Metall. Es härtet schnell. Super.
Ja, wunderbar. Und jetzt kann ich diesen Metallstab nehmen und da reinschmeißen. Wunderbar. Sieht aus wie eine Zigarette. Okay. Wie ich vermutete, Captain, die Kreatur ist aufgelöst. Das elektrische Feld sollte sich in 3,48 Tagen wieder aufbauen. Dann ist das Wesen ziemlich sauer. Mhm. Okay. Gut. Also, wir speichern wieder, denn wir haben das Wesen erlegt. Und jetzt gucken wir mal gerade mit dem Zahlenschloss. Okay, eine bestimmte Nummer programmiert. Das geht so nicht. Vielleicht kann Mr. Spock was machen. Wir kennen den Code nicht, Captain. Captain, zwischen Ihnen und uns befindet sich ein Kraftfeld. Ihre Position ist etwa 30 Meter unter der Oberfläche von Krakur. Wir vermuten innerhalb einer archäologischen Grabungsstätte. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Analysieren Sie alle Daten, die Sie durch den Computer schicken, mit dem Bordcomputer. Uhura, wir senden Ihnen was mit dem Tricorder? Hier ist eine Tür mit einem Codeschloss. Analysieren Sie den Schaltkreis und knacken Sie diesen Code. Schon geschehen. Der Computer hat den Code. Er meint auch, dass da was nicht stimmt und dass jemand das Gerät manipuliert hat. Soll ich das analysieren? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Legen Sie los, Uhura. Sir, da ist ein zweiter Code, der in das Schloss eingebrannt wurde. Der Computer kann aber nicht feststellen, was seine Funktion ist. Sollen wir diesen Code senden, wenn Sie das Schloss aktivieren? Dieser zweite Code. Negativ, senden Sie lediglich den Öffnungscode. Okay, dann den zweiten Code, bitte. Viel Glück, Captain. Oh oh, ich ahne Schlimmes. So, und jetzt? Wir haben, ach so, ja genau, Spock wollte den Code eingeben, ne? Spock, gib den Code ein. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das für ein Ort? Das ist keine Klingonentechnologie, Captain. Das sehe ja sogar ich, Sie Spitzohr. Gentlemen, ich schlage vor, wir untersuchen diesen Ort genauer. Ich habe das Gefühl, dass Flick nicht davon ausging, dass wir hier landen würden. Ja, habe ich auch den Eindruck. Ein seltsames gelbes Licht. Ein blauer künstlicher Edelstein, ähnlich einem Saphir. Ein grüner künstlicher Edelstein, ähnlich einem Smaragd. Ein roter künstlicher Edelstein, ähnlich einem Rubin. Sie suchen aber finden nichts. Öffnung in der Plattform. Ob etwas in die Löcher gehört? Ja, ich habe den Eindruck, da gehören wahrscheinlich Edelsteine rein oder so. Anderes hier, da unten leuchtet es noch etwas. Okay. Dann wissenschaftlichen Tricorder. Captain, es scheint eine Art Informationsapparat zu sein, aber ich weiß nicht, wie man ihn aktiviert. Und das hier, nichts zu berichten. Okay.
Gott, Vorschläge. Wir sollten hier schleunigst raus, Jim. Ja, das weiß ich auch. Offensichtlich sollen die Steine in die Löcher, aber welche wohin? Ich vermute, Captain, dass die Maschinerie durch den Einsatz der Edelsteine gestartet wird. Wir sollten uns ein System dazu ausdenken. Okay, jetzt heißt es wirklich speichern, okay. Welche müssen jetzt wo rein? Kann ich noch irgendwas vielleicht mit dem medizinischen Tricorder erkennen? Jim, ich habe nicht die geringste Ahnung, warum fragst du nicht Spock? Okay. Ein System, so. Wenn wir jetzt die Dinger nehmen... Geh noch mal zur Seite, Mann. So. Kann ich die anderen auch nehmen? Jo, tatsächlich. Okay, jetzt haben wir alle grün genommen, ne? Und was macht die so besonders jetzt? Kann ich nicht weiter irgendwas gucken? Dieser große Edelstein scheint ein Smaragd ungewöhnlicher Größe zu sein und offensichtlich ein künstlerischer Stein. Ein künstlicher Stein, meinte er. So, hier drüben ist ein grünes Licht hinten dran, ne? Na gut, fangen wir einfach mal an. Legen wir mal einen grünen Stein rein. So. Grün in der Mitte, wie das da ist, ne? Ah, Light of Knowledge. Hier ist die Bialbi, hoher Mentalik von Horkur. Für Verteidigung nutzen Sie das Licht des Krieges. Für Informationen nutzen Sie mein Licht. Für Transport nutzen Sie das Licht des Reisens. Sequenzen werden durch Kristallkombinationen ausgelöst, ne? Okay. Für Verteidigung nutzen Sie das Licht des Krieges. Das ist wahrscheinlich rot. Für Informationen nutzen Sie mein Licht. Das ist wohl scheinbar das Grüne. Für Transport nutzen Sie das Licht des Reisens. Okay, das ist dann wahrscheinlich blau, ne? Integrator nun aktiv. Okay, Informationen. Moment. Nichts zu berichten. Captain, es scheint eine Art Informationsapparat zu sein, aber ich weiß nicht, wie man ihn aktiviert. Okay, gib uns mal Informationen. Ich bin Bialbi, die höchst entwickelte Lebensform auf diesem Planeten. Vielen Dank für die Information über die Situation. Sie wird gelöst werden. Ah, da steht ja jemand. Ups. Admiral Vlickt, dies ist das Verteidigungssystem von Harkur. Sie haben auf diesem Planeten einen Völkermord geplant und ausgeführt. Was haben Sie zur Verteidigung zu sagen, bevor das Urteil gefällt wird? Kirk, das haben Sie veranlasst.
Nein, Admiral, das hat er nicht. Aber es reicht als letzte öffentliche Äußerung von Ihnen. Das Urteil lautet Tod für Sie und alle Crewmitglieder, die in dieses Verbrechen verwickelt waren. Sie haben kein Recht, hier zu richten. Ich habe mindestens genauso viel Recht wie Sie auf diesem Planeten zu richten. Sie zeigten keine Gerechtigkeit gegenüber Ihren Opfern. Die Strafe darauf ist der Tod. Kirk! In der eigenen Falle gefangen, wie Flicked? Soll ich Ihnen vielleicht ein wenig helfen? Sie wollten mich in den Tod schicken. Nun können Sie selbst in der Hölle schmoren. Wenn ich Ihr Wort bekomme, dass Quetzalcoatl gehen darf, werde ich für Sie ein gutes Wort einlegen. Na gut, das scheint mir die diplomatische Natur von der Sternflotte zu sein. Einverstanden. Ein Leben für ein Leben ist ein guter Handel, aber seine Verbrechen wiegen eigentlich viel zu schwer. Ich sehe nicht, welcher Vorteil durch seinen Tod erreicht werden könnte. Idealismus, ein neues Konzept. Naiv, aber betörend in seiner Einfachheit. Das klingt wie irgendeine übernatürliche Macht hier, ne? Admiral Flicked, das Wesen Quetzalcoatl soll auf freien Fuß gesetzt werden. Wenn sie jemals in diesen Sektor zurückkehren, wird die Todesstrafe sofort ausgeführt. Kein Klingone darf jemals wieder diesen Planeten betreten. Ah, nun gut. Ich akzeptiere die Bedingungen. Aber Sie, Captain, dürfen gerne wiederkommen. Ihre soziale Entwicklung höchst interessant. Ach nee, das hat ja der Biabdi gesagt. Sie dürfen sehr selbstverständlich wiederkommen. Ich finde Ihre soziale Entwicklung höchst interessant. Ich fürchte, die Politik wird dies unmöglich machen. Ihr Planet liegt im Gebiet der Klingonen. Aber ich verstehe nicht, warum die Klingonen sie nie entdeckt haben. Die archäologischen Ausgrabungen kamen schon nahe, Captain. Aber ich bin schwer zu finden. Ich wartete und entschloss mich in dieser Situation, Ihnen zu eröffnen. Nun dürft ihr gehen. Nochmal eine Warnung, Flicked. Ich werde beim zweiten Mal keine Gnade zeigen. Ja, und wieder zurück an Bord. Und damit haben wir wahrscheinlich die Mission geschafft. Und wir haben ihn gerettet. Wollen wir mal hoffen, dass wir 100% haben? Klingonenschiff verlässt das Gebiet. Wir nehmen Kurs auf Digifal. Das ist das nächste, was Quetzalcoatl als Zuhause hat. Es sieht so aus, als ob die Situation wieder normal ist. Bis auf die Toten von Harkur, Mr. Spock. Bis auf die Toten. Wir haben Ihren Bericht über die Ereignisse auf Harkur gelesen. Und bewerten Ihre Leistung mit 100%. Sie und Ihre Crew erhalten 4 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Vielen Dank, Admiral. Einfach perfekt, Jim. Ganz Starfleet wird davon reden. Musik.